Was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Ein Buch? Ich würde eher sagen, ein Prospekt oder sowas. Ein Flyer, höchstens. Wow, hat er aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesem Film damals. Hm. Sind die Krallen noch scharf? Können wir uns eine Nahkampfwaffe draus basteln? Eine Original Velociraptor-Klau-Nahkampfwaffe wäre einfach das Beste überhaupt. Ich fänd's gut. So, und das hier ist ein Anicast. Na dann. Was auch immer. Holen wir uns erstmal Tickets. Wir wollen ja hier nicht, ne? Wir wollen ja hier nicht illegalerweise einbrechen. Hey Xani, danke fürs Subscriben. Hallo. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Jetzt geh doch mal, Joel. Steh hier nicht so im Weg rum. Wie er rumgeschubst wird, wenn ich ihn anrempel. Ganz lustig. Okay. Das sind die Kleinen aus Jurassic Park 2. Compsognathus. Puh. Stimmt. Großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Ich auch. Aus einem anderen. Und ob stimmt, weiß Nämlich keiner. Nämlich dem zweiten Teil. Genau. War aber nicht so gut. Das stimmt. Da hat er recht. Mit allem, was er gesagt hat. Kann ich nur zustimmen. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht. Die ganzen Klassiker-Dinosaurier, oder? Die hatten wir wahrscheinlich alle, also alle in meinem Alter, als Kind in irgendeiner Form als Spielzeug. Theratops. Wahrscheinlich diese Hartgummidinger. Wenigstens einer, den ich kenne. Die Ceratops, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex natürlich. Fehlt eigentlich nur noch der Brachio und der Diplotokus. Ah! Aha! Ja, aber jetzt bleiben wir erstmal hier. Triceratops heißt Dreihorngesicht. Ja, kreativ. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Haben wir eine Nahkampfwaffe draus? Der Brachiosaurus. Kann ich gar nicht anklicken. Den mochte ich. Was ist das? Gallimimus. Das sagt mir nichts. Gallimimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Aber wirklich, wenn, dann sind Hühnernachahmer von dem. den fand ich auch toll. Das Dimetrodon war ein Spitzenpredator. Was ist ein Spitzenpredator? Einer, der alle isst. Der allerkrasseste Predator. Ganz genau. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Passagenmagik. Hey, warte mal, finden wir jetzt in der Vergangenheit eine Sammelkarte, die wir dann in der Gegenwart... Cool. Was hast du da? Immer noch Diese haben. Diese Superheldenkarten waren wohl beliebt.
Ich glaube, Sarah mochte die eine Zeit lang. Oder waren es diese kleinen Viecher? Vergessen. The Nighthawk. Moment mal. Nighthawk gibt es da wirklich. DC. Robin. Der heißt doch Nighthawk, oder? Ah, dass das mal nicht Probleme kriegt. Gibt. Terry Level. 8080 Zugehörigkeit Society of Champion. Als ein frisch gebackener Rekrut der Luftwaffe in ein Gefecht zwischen Spark Arrow Bots und der Society of Champions geriet, rettete seine Schlagfertigkeit den Tag. Seine Arme und Beine wurden im Kampf verletzt, sodass Dr. Stam ein Set aus Energieflügeln für seine Arme und Energieklingen für seine Beine schuf. Es hätte, glaube ich, auch gereicht, wenn er coole Cyberprothesen bekommen hätte, aber okay. Ich schätze mal, Dr. Stam legt immer noch einen obendrauf. Damit konnte er sowohl das Land als auch den Himmel in absurder Geschwindigkeit überqueren. Zusammen mit seinem getreuen Windhund Ezio durchkämmt dieses Kleinstadtkind, bekannt als The Nighthawk, hört sich an wie Medizin. Bekannt als Nighthawk, die Welt nach Bösewichten, immer bereit, sich wieder in die Action zu stürzen. Held. Nightwing heißt er. Ah, so, okay. Knapp daneben. Geh mal schnell aufs Klo. Glaube ich. Ja. Nee. Der erinnert mich an Death Stranding. Da gab es fast genau das gleiche Feature. Einfach so. Weil warum nicht? Ja, das ist irgendwie schon witzig, wie das funktioniert. Mit dem 3D-Stick quasi kann ich die Mundwinkel im Endeffekt bewegen. Ich find's cool. Okay, genug. Die sind aber stolz auf ihre Facial Animations. Ja, aber können die doch auch sein. Ich meine, mittlerweile geht das, glaube ich, auch alles relativ problemlos. Mit guten Schauspielern. Die Technologie ist, glaube ich, da dafür. Sind das Triceratops-Eier? Die kommen mir doch ein bisschen sehr klein vor. Aber voll möglich. Ich habe keine Ahnung. Aber schlüpfen dann so kleine Triceratöpfchen daraus? Ich glaube das nicht. Lügen. Vielleicht waren die aber auch Nesträuber und sind... Wer weiß. Ah, hier. Hier können wir auf die Brachios klicken. Brachiosaurus fraß täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind, Filmabend. Manche Effekte in Jurassic Park sehen immer noch super gut aus. Wie alt ist der Film? 15 Jahre oder so? Wie alt ist denn der Film wirklich? Manche Szenen sehen besser aus wie in modernen Filmen, weil die einfach teilweise eben, manche sehen auch nicht gut aus, aber einige sind super gealtert. Weil die eben nicht nur auf physikalische Effekte gesetzt haben, sondern auch wirklich ihre Karten perfekt ausgespielt haben. Von dem, was damals technisch möglich war. Fast 30? Ja, ist ja wirklich früh. Nee, ist ja so früh in den 90ern erschienen. Holy Potato. Gerade die Szenen in der Nacht sehen immer super aus. Aber das war auch immer schon mit CGI leichter, trotzdem total super. Warte mal kurz. Ich muss das kurz googeln. Jurassic Park von 93, 27 Jahre.
alt. Okay, was war mit dem Hut? Mr. X oder so? Ich dachte immer, der hieß Brontosaurus. Hm. Tada! Schick. Bum, 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 wusch. Ja, wirklich, wir sind Mr. X und hauen den jetzt weg. Ich. Stampf, stampf, wusch. Ja, ja. Ich werte das als Resident Evil-Referenz. Was? Ankylosaurus. Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Ach. Das ist ein Hutosaurier. Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Geh weiter. Pachycephalosaurus. Irgendwas mit Kopf. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im Parasaurolophus. Richtig betrachtet, Peng, Tommy. Den hatte ich auch als Figur. Velociraptor. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Das stimmt. Aber ich finde das wirklich nett irgendwie, weil Jurassic World quasi die Jurassic Park Trilogie so ein bisschen referiert. Weil in Jurassic Park gab es viele Fehler, die da gemacht wurden in der Darstellung der Dinosaurier. Zum einen wahrscheinlich, weil man halt einfach ein bisschen coolere Dinos haben wollte oder die irgendwie falsch benannt hat, weil die Namen bekannter waren oder so, keine Ahnung. Und zum anderen, weil halt der wissenschaftliche Stand auch noch ein anderer war. Und in Jurassic World sagen die, naja, es war nie das Ziel, Dinosaurier so zu machen, wie sie waren, sondern so, wie sie sich verkaufen, wie sie cool sind. Und mit Gentechnik und so weiter macht das auch voll Sinn. Ja. Ja, Sarah liebte Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Wie die Giraffenszene aus dem ersten Teil. Nur anders. Aber quasi genau gleich. Extinction. It is still not totally understood what caused the mass extinction of the dinosaurs. However, most scientists agree that it was likely triggered by a large asteroid hitting the Yucatan Peninsula in Mexico over 65 million years ago. An estimate of an 8 to 50.3 mi in diameter. Der war groß. Ja, so ist es. Upp. Hast du das etwa gewusst? Ach, es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Was ist das für ein Museum? Warum ist denn das beste Museum aller Zeiten? Von Dinosaurier-Skelette gleich in die Weltraumabteilung. Das ist mal ein Museum. Warum war ich immer in so einem langweiligen Museum in meinem Leben? Wo man doch 15 langweilige... Hier, guck mal, haben wir gefunden. Hier haben mal Menschen irgendwie einen spitzen Stein gemacht in der Gegend. Ausstellungen muss, bis man dann ab und zu mal zu ein, zwei interessanten Exponaten kommt und dann wird es wieder langweilig. Und hier ist so, bam, coolste Dinosaurier ever, bam. Guck mal, alle Raketen und so. Geil, Mensch. Habt ihr gerade auch so Lust auf Pizza? Ich habe eher Lust auf Jurassic Park. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen?
Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Mein Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Ich glaube, er lest das da hinten von der Wand ab. In Wirklichkeit. Hey, danke fürs Subscriben, Bennett. Hi, willkommen. Hey, Joel. Rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben's überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Und ich dachte, es war ein Hund. Laika, oder? Wow. Erzähl noch was Interessantes. Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Das ist interessant. Aber warte, wie haben Sie... Oh, Sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze später dran gerochen. Okay, was jetzt? Sag du es mir. Frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Mensch im Weltraum? Ah, leicht. Juri Gagarin. Gagarin? Ist das... Gagarin, oder? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Jedenfalls flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Ich bin beeindruckt. Wie viele Bücher hast du darüber gelesen? Oh. Komm schon, Joel. Ist das nicht unfassbar? Erklär mir, was dir daran so gefällt. Weiß nicht. Die Leute deiner Zeit, sie hatten es leicht. Relativ betrachtet schon. Ich meine, sie mussten nicht in den Weltraum, flogen aber trotzdem. Das ist tollkühn. Tollkühn. Okay, Kleine. Hab's kapiert. Ich kann mich aber daran erinnern, dass das mit den Velociraptoren und den Flügeln schon zu Zeiten, den Federn schon zu Zeiten von Jurassic Park diskutiert wurde. Aber da war das noch so ein bisschen so, könnte schon sein. Aber mittlerweile ist man sich ja da ziemlich sicher. Weißt du, wie oft die auf den Mond waren? Sicher. Zweimal? Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären es sieben. Ich meine, hier sind auch 6 Ponöpel. Aber ich wusste das auch nicht. Gab es wirklich so viele Mondmissionen? Ich hätte nämlich ehrlich gesagt witzigerweise auch 2 gesagt. Genau wie Joel. Bin genauso doof wie der. Sowas habe ich in Kerbal Space Program auch immer gern gebaut. Das ist ein... Da kann man hunderte von Stunden in Kerbal Space Program drin versenken, so ein Ding aufzubauen. Weil das kriegt man natürlich nicht auf einmal hoch. Also, ich habe schon Videos gesehen, wo das Leute schaffen, aber boah. Sondern in kleinen Modulen, die man dann zusammenstöpselt. Immer wieder mit Home and Transfer und andocken. Das dauert ewig. Macht super viel Spaß. Wow. Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Wer weiß, vielleicht haben die ihn geborgen. Wow. Nicht so schnell, junge Dame. Wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Oh,
Klar. Wie dumm von mir. So cool. Muss ich den nehmen? Ich hätte gerne einen anderen. Ich hätte gerne lieber den da. Nach Weltall. Und Staub. Nicht mehr zurücklegen. Aber ich kann den auch nehmen. Der wäre mir lieber. Der hat so ein verspiegeltes, cooles Visier. Oder auch nicht? Nee, doch. Man hat die wirklich, die Velociraptor, noch ganz lange überall ohne Federn dargestellt, obwohl es schon relativ sicher war, weil es einfach ungewohnt war. Und man wollte halt das so zeigen, wie es die Leute kannten. Ganz oft noch. War wirklich so. Ist ja ganz oft so. Wenn so Entdeckungen gemacht werden, die gegen so ein bekanntes, also gegen so allgemeine Vorstellungen verstößen, dann dauert das immer ewig lang, bis die wirklich von der Popkultur oder auch teilweise so Dokus werden. Katze macht komische Geräusche. Okay. Nach dir. Vorsicht. Wow. Was zum Teufel? Oh. Okay. Eine Menge Knöpfe. Oh, echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. T-15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, Plot Twist, das Museum explodiert gerade wirklich zufällig. Die Entwickler haben auch Kerbal Space Program gespielt. Deswegen die Szene eingebaut. Aufhören. War das okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Hey.
Willkommen auf der Erde. War gerade was, oder? Ich dachte, da hat gerade was angezeigt. Vielleicht nur eine Reflexion. Ich dachte, da war gerade kurz ein Knopf zu sehen. Du warst da, genau. Aber. Ah, okay, cool. Jetzt muss ich dann in mein Tagebuch schauen, weil der Eintrag müsste dann quasi jetzt ganz hinten sein, im Grunde, ne? Ah ja, tatsächlich. Sind. Ganz alte Sachen bin ich gar nicht. Falco, danke fürs Followen. Hi, willkommen. Tommy und Joel. Ups, ich wollte nicht umblättern. Haben wir uns das schon angesehen? Ich glaube nicht, oder? Der Hof... Oh, nein, ich wollte nicht umblättern. Ich wollte schauen, ob ich scrollen kann, den Text. Der Hofdienst nervt. Ich verstehe echt nicht, warum manche Leute darum bitten, dazu eingeteilt zu werden. Notiz an mich, mit Mariah reden und fragen, ob man... ab wann ich mich fürs Patrouilletraining anmelden kann. Ey, aber wenn sie der Hofdienst zu nervt und gleichzeitig so viele Leute den Hofdienst machen wollen, kann man doch bestimmt tauschen irgendwie. Aufgaben, oder? Das wird doch Sinn machen für alle Beteiligten. Diana und ich haben heute diesen coolen alten Campingplatz entdeckt. Sie hat erzählt, dass Kinder dort früher ihre Sommerferien verbracht haben und Spaß hatten. Wir haben ziemlich viel Mal- und Bastelzeug gefunden. Draußen hat es geregnet und sie hat farbiges Papier ausgeschnitten und Kronen für uns gebastelt. Das war ein guter Tag. Sie wird von 1000 Augen betrachtet und von Mündern verspottet. Oder so. So interpretiere ich die Zeichnung zumindest. Ein Ziegenbock. Ach so, das steht dann noch dabei mit, sie hat die Krone gemacht. Nee, warte mal, dann nochmal was. Ja, das ist nochmal. Wie viel Kronen macht denn die so, die Diener? Joel hat gesagt, dass wir nächste Woche zu meinem Geburtstag einen Campingausflug machen. Er hat etwas gefunden und meint, dass es mir gefallen wird. Er scheint sehr stolz auf sich zu sein. Ganz der selbstgefällige alte Knacker. Cat hat beim Filmabend neben mir gesessen. Unsere Ellbogen haben sich die ganze Zeit berührt. Ob sie das mit Absicht gemacht hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Vermutlich. Durchgestrichen? Vermutlich nicht. Dina hat mir eine Krone zum Geburtstag gebastelt. Sie war nochmal bei diesem Campingplatz und hat Papier geholt. Sie ist ziemlich klasse. Joa. Und Day One. Space Shuttle. Cool. Da muss ich jetzt, wenn wir wieder in der Zukunft sind, mal zurückblättern, ob da jetzt die Einträge wirklich alle da sind. Ob die schon vorher... Jetzt würde mich interessieren, ob die aber wahrscheinlich... Muss ich doch nochmal zu dem Geländer gehen. Nicht, dass ich da was in mein Tagebuch kritzeln kann. Meinte wirklich, da war so ein Ringel, aber... Möglich, dass es nur irgendein Leuchten war. Wahrscheinlich war es nur irgend so. Na dann. Joel, wo gehen wir hin? Ich glaube, wir haben alles gesehen, oder? Habe ich was verpasst? Ich glaube nicht. Können von mir jetzt wieder abhauen, glaube ich. Kurz anschauen. Das ist nämlich eigentlich ganz cool. Schönes Planeten.